Willkommen zum Hobbykoch Video Podcast. Heute mit einem ganz schnellen und sehr einfachen Gericht, einer chinesischen Gemüsebeilage. Und da es so ein schnelles und einfaches Rezept ist, werde ich etwas mehr auf die Hauptzutat eingehen. Das ist nämlich der Pak Choi. Der Name stammt aus dem kantonesischen Bak Choi. Das heißt wörtlich übersetzt so viel wie weißes Gemüse. Auf Hochchinesisch spricht man auch vom Shanghai Xiao Bai Zai. Das ist im Prinzip übersetzt der kleine Chinakohl aus Shanghai, was uns auch schon ein bisschen was über die Herkunft und über die Verwandtschaft zum dem verrät, was wir hier als Chinakohl kennen. Es gibt zwei Sorten, die man bekommt. Die unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass die einen hellgrüne Stiele haben und die anderen weiße. Vom Geschmack her unterscheiden die sich nicht, meiner Meinung nach. Und man kann es einfach, so wie ich es jetzt machen werde, heiß braten. Dazu löse ich einfach die Blätter ab. Das geht relativ einfach. Man knickt die dann einfach ab. Und man kann pro Person, wenn man sehr kleine bekommt, einen von diesen Pak Choi verwenden. Wenn es größere sind, können sich vielleicht auch zwei einen teilen. Und das kommt auch ein bisschen darauf an, weil es ja eine Beilage ist, was man sonst noch für Gerichte dazu serviert. Natürlich wäscht man den vorher gründlich ab. Auch wenn er hier in Europa meist in Gewächshäusern gezüchtet wird und daher in sehr kontrollierten und sauberen Bedingungen aufwächst, wäscht man natürlich das Gemüse immer, bevor man es zubereitet, ab. Ich nehme jetzt hier mal 3 Stück. Man kann die kleinen Kohlköpfe auch einfach der Länge nach durchschneiden. Wenn man jetzt ein Tellergericht zubereiten möchte und Messer und Gabel zur Verfügung hat, kann man sie einfach der Länge nach durchschneiden und hat dann kann sie dann auf der Schnittseite scharf anbraten und hat dann nachher sehr dekorative, schöne Gemüsebeilage. Traditionell im Chinesischen macht man ja alles klein, damit man es auch schön mit Stäbchen essen kann. Was man noch machen kann, das werde ich jetzt auch nicht machen, ich will es nicht zu aufwendig machen, dass man die Stiele von den Blättern trennt, weil die Stiele natürlich etwas dicker und saftiger sind und entsprechend etwas längere Garzeit brauchen. Und die Blätter könnte man etwas später dazugeben. Aber wir machen es mal ganz unkompliziert und nehmen jetzt nur einfach die einzelnen Blätter. Die lege ich mir jetzt mal zur Seite. Sonst brauchen wir eigentlich nur noch etwas Salz. Erdnussöl. Das deshalb, weil wir nehmen Erdnussöl, weil ich sehr heiß den Pak Choi anbraten möchte. Und das Erdnussöl verträgt eben sehr hohe Hitze, während die anderen Pflanzenöle wie Olivenöl oder Sonnenblumenöl schon bei circa 200 Grad wird es schon bedenklich. So hoch soll man die eigentlich gar nicht erhitzen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch etwas Wasser. Nachher zur Dekoration werde ich noch die Austernsoße verwenden. Das ist eine chinesische Würzsoße, die eben unter anderem Austernextrakt enthält. Und ja, es ist eine zähflüssige Soße. Man kann sie auch zum Braten verwenden. Und sie übernimmt jetzt hier so die Funktion, die in der europäischen Küche die Balsamico-Reduktion eingenommen hat. Also sie hat von der Farbe her ist sie ähnlich. Man kann auch schöne Streifen über das Gericht machen. Und es bringt halt nochmal so einen asiatischen, würzigen Touch in das Gericht. So, im Prinzip kann es auch schon losgehen. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar brauchen wir noch eine Knoblauchzehe. Dazu wollte ich noch erzählen, es gibt ja Köche angeblich, die sich darüber streiten, ob man den Knoblauch nun hacken soll oder ihn pressen soll. Der Knoblauch stammt aus Asien, und wenn man sich dann die
chinesischen oder asiatischen Köche anschaut, wie sie den Knoblauch verarbeiten, denke ich, kann man auch sehen, wie man es gut machen kann. Sie machen nämlich beides. Man nimmt die ungeschälte Knoblauchzehe, dann legt man ein breites Messer oder wie ich hier so ein chinesisches Küchenmesser darauf und haut einmal auf die Zehe. Dann kann man nämlich auch sehr einfach die Schale entfernen, hat dann die geschälte Knoblauchzehe. Wenn man auf die Knoblauchzehe draufhaut, zerstört man natürlich die Zellstruktur des Knoblauchs. Dadurch entsteht das typische Knoblaucharoma, da sich eben beim Zerstören dieser Zellstrukturen ein bestimmter Stoff bildet, der dieses Aroma dann ausmacht. Und dann kann man den Knoblauch noch fein hacken und gibt ihn dann entsprechend zum Essen. So, ich mache mal ein bisschen Platz, um die Kamera nicht zu viel hin und her zu bewegen, werde ich das hier mal jetzt auf der Arbeitsfläche zubereiten. Ich mache gerade im Hintergrund die Pfanne schön heiß. Den Knoblauch nehme ich mir hier so auf das Messer. Das ist auch das Schöne bei den chinesischen Küchenmessern. Man kann einfach Dinge auch, man kann sie gleichzeitig auch noch so als Spatel verwenden und kann entsprechend Dinge leichter in die Pfanne oder in den Topf befördern. So, jetzt schauen wir mal, ob die Pfanne schon heiß genug ist. So, ich gebe mein Öl in die Pfanne. Ja, die ist schön heiß. Dann gebe ich den Knoblauch rein und gleich darauf das Gemüse. Das brutzelt jetzt schön. Dann das Wasser. Und den Deckel. Ich stelle es jetzt mal auf den Herd. So wird es einerseits etwas gebraten und gleichzeitig gedämpft, sodass es schön würzig und auch ein bisschen zart wird. So, nach 2 Minuten können wir auch schon servieren. Ich gebe das Ganze auf einen Teller. So. Und zur Dekoration, wie schon angekündigt, gebe ich ein bisschen Austernsoße darüber. Man nimmt dann die Flasche einfach und schwenkt ein bisschen hin und her, sodass sich dünne Streifen auf dem Gemüse bilden. Und so hat man eine wirklich schmackhafte und schöne Beilage zum chinesischen Essen. Dazu passt Reis, verschiedene Arten von Fleisch, Geflügel oder ein Schweinefleisch. Das werde ich dann in einer der nächsten Sendungen zubereiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Euer Kai Daniel Du.